Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei ETS 2. Ich bin so weiterhin zusammen mit dem Mr. Junkieplay unterwegs und wir fahren weiter Richtung Innsbruck. Hallo. Mit Alt gegen Neu, der moderne Scania gegen den klassischen Benz. Ich finde die Sitze halt auch so cool. Scheiße, ne? Ich muss jetzt Luft aufbauen, ich hab Luft verloren. Ich finde die Sitzmotive aber auch so cool von dem Truck. Von welchem? Komm, von deinem. Dankeschön. Ja, ich muss erstmal Luft bauen, das dauert jetzt ein bisschen. So richtig oldschool. Ich bin bei 3 Bar Luftdruck, das dauert jetzt noch kurz ein bisschen. Wie viel brauchst du? Zum Losfahren? Hm? Ja, so 4,5, 5 Bar, um die Bremsen zu lösen. So. Ich drehe schon mal die Runde über den Parkplatz. Weil ich es kann. Ja, ich bin ja schon bei 6 Bar Luftdruck. Ja, dann kann es ja losgehen. Genau. Und auf geht's zurück auf der Autobahn, wo wir wahrscheinlich auch bis kurz vor Innsbruck bleiben werden. Wir könnten mal einstellen, wenn wir für die nächste. Ja, Schild habe ich mitgenommen. Oder wenn man hier so ein Bekloppter irgendwie rumspielt, rumfährt. Falls da gerade gleich zwei Schilder liegen, das war ich. Nö. Okay, dann synchronisiert er das nicht. Oh, der Bus lässt mich auf die Bahn, dankeschön. Ist das Musik? Gleich so. War das von dir? Ja, ne? Ja, das war von mir. Achso. Ich dachte erst, das wäre irgendein Geräusch aus dem Spiel, das hätte mich gewundert. So. Da geht's gleich in den nächsten Tunnel. Hast du den Tunnelblick? Ich kann auch gut Witze ignorieren. So 80. 80! Ich fahre schon wieder, ich knalle schon wieder mit 85 durch die Gegend. Naja gut, knallen ist jetzt auch nicht. Jeder Trucker fährt heute 85. Ich fahre Strich 80 gerade. Ich fahre jetzt 79 oder so. Aber auf der Autobahn fährt doch jeder 85. Also. Die ballern mit 90 dahin, da ist nichts mit 85. Ja, stimmt. Mindestens. Offiziell dürfen sie 80 fahren, aber inoffiziell fahren sie 90. Ja. Es ist ein geduldetes Ding, ist es. So, Zürich-Bregenz wird sie recht rausgehen. Wie schnell fährst du jetzt halt? Ein bisschen unter 80. 78 oder sowas. Da, München! Wir finden uns schon im Dunstkreis. Für uns geht's aber weiter über die 99. Da oder? Ist meine Heimat hier. Ja. Lustig, wenn wir die 99 runterfahren, dann kommt irgendwann die Ausfahrt H. Weil bei H, wenn wir da rausfahren und die 304er, dann sind wir bei mir. Okay, ich wohne noch viel weiter auf dem Land draußen, das geht nicht so schnell. Aber so die Richtung würde stimmen. So, ich weiß, der Strich 80, ich bin hinter dir. Mhm. So, nächste Ausfahrt: Berlin, Nürnberg, München, Nord. Weiter ja, rechts der Allianz Arena, da geht's auf die 9er und die 99er, genau. Rechts ist die Allianz Arena, hier bin ich schon so oft gefahren.
Das ist eine Standardautobahn in München, wenn du irgendwo hin willst. Aber die Allianz Arena ist ein bisschen weiter weg, das ist ein bisschen zu nah. Die Allianz Arena ist locker so einen halben Kilometer weit entfernt. Haben sie wahrscheinlich nicht hingekriegt, weil sie da schon was hingebaut haben, ne? Kann gut sein. Die Karte ist auch ein bisschen klein. Ein bisschen reine komprimiert. Wo ist das Windrad? Da fehlt das Windrad. Da rechts oben auf dem Berg, also diesen hohen Berg, das ist ein Müllberg. In echt ist es tatsächlich eine Mülldeponie, also war mal eine Mülldeponie vor zig Jahren. Hm? Und auf diesem Müllberg haben sie jetzt eine Windkraftanlage draufgestellt. Seit wann steht denn die da? Ja, seit 2004 oder 5. Ja gut, dann ist das hier dargestellt. Das klang gerade so, als wäre das vor kurzem erst gewesen. Haben sie es einfach nicht dargestellt? Die steht schon lange da. Also die steht schon seit ich das denken kann. Weil hier oben bei der Allianz Einkaufszentrum, genau, Arena, ist auch ein Hornbach und Maschinenverleih und ja noch ein paar kleine Dinge, aber der größte Ding ist der Hornbach. Das ist ein echt guter Hornbach. Und wenn du noch ein bisschen weiter fährst, du hast übrigens gerade die Polizei geschnitten. Ach. Die ist links neben mir, die Polizei. Lass mich dann halt. Ah, dann die Polizei musst du dran glauben. Tschüss. Oh, Richtung Rosenheim, da geht's zu meiner Heimat. Was viele nicht wissen, Lavan hat mich ja schon mal besucht in München. Wir wissen, viele weißen Videos davon gibt. Also das ist ja bekannt. Es gibt ja so ein paar Videos davon. Sein, oder? Ja. Intal, Dreieck Intal sind wir jetzt schon. Dreieck Intal, ja, da geht's dann auf die 96er rüber Richtung Ebersberg hinaus. Schön, dass wir mal in der Region sind, wo ich mich wieder auskenne. So. Hier wird's auch gleich nur noch zweispurig. Nee, es geht weiter, nach rechts geht's weiter, wir müssen auch rechts. Mhm. Das weiß ich jetzt ohne Schilder anzugucken, weil die rechts geht nach Brenner, das sind echt genauso. Ich hab halt hier wieder Ortskunde. Aber ich muss auch mal wieder streamen jetzt am Wochenende. Und das Gute ist, wenn ihr jetzt mal ein Lenkrad habt, dann kann ich auch mal Omsi und sowas streamen. Omsi? Ja, hast du das? Natürlich habe ich Omsi. Ich habe Omsi mal gemoddet. Ich habe eigene Busse und Skins gemacht. Sehr cool. Ja, Omsi ist ein Spiel, wo ich mich bisher nie rangetraut habe. Ich weiß nicht, also nicht rangetraut, ich habe es halt nie gespielt. Ich weiß nicht warum. Es war mir immer zu. Na, keine Ahnung. Bus-Thema war auch immer so ein Randthema von mir. Aber irgendwie habe ich es dann auch nie. Ja, gut. Grafisches Omsi, naja. Aber gut, ich spiele jetzt ja auch Zusi. Und das ist eigentlich dieselbe Grafik, würde ich mal fast sagen. Zusi ja, genau, ist ein bisschen schöner. Und Omsi macht da genauso wie Bock. Omsi ist ein bisschen mehr verbuggt, klar. Aber wenn du mal. Du merkst es zu lieben. Also du wirst es lieben lernen. Gibt es vor Omsi irgendeine Hannover-Karte? Dann würde ich es mir vielleicht sogar holen. Es gibt viele Karten darunter Hannover. Das ist gut. Vielleicht kurz ist halt eher modded. Ich würde es nur empfehlen. Ich wurde schon von Zuschauern mehrfach gefragt, ob ich mal Omsi spiele. Und da steht ein LKW auf der Bahn. Ah ne, ist ein Rasthof. Gut. Ist das dein Motor, der so. Ja, ist Intal. So, wir sind gleich in Österreich. Alter, wir sind jetzt schon in Österreich. Achso, ja, ich habe noch Kontrollkontrolle gesehen. Dachte, wir sind noch. Ja, nicht, das ja. Ist Österreich, aber was wir komplett übersprungen haben, ist jegliche Art von Ebersberg, sonstiges. Also das war jetzt der kürzeste Weg von München nach Österreich, den ich jemals gefahren bin. Ja, es ist halt alles ein bisschen sehr kleine Darstellung. Finde ich auch schade. Also bei ATS ja, haben sie halt. Mit reingefahren, warte. Das Auto ist jetzt unter der Map. Oh, ist in dich reingefahren? Ich habe mir schon gedacht, ob er draufzieht oder nicht. Nee, der ist mir hinten in den Aufleger reingefahren, ist unter den Aufleger reingekommen und hat unter die Map gebackt. Sehr schön. Das muss ich wieder erstmal aufholen, ne? Also das dauert ein bisschen nochmal. Ah, das sieht aber schon cool aus hier, ne? Das nervt mich jetzt so richtig. Dieser Ding hat mir jetzt 1% Schaden gemacht, dieser Vogel. Ist das hier schon, was ist das hier für eine Stadt links? Ist schon Innsbruck? Oh, nee, das ist nicht Innsbruck, das ist. Mit so einer Burg oder so? Ja, ich weiß zwar, wo es ist und ich weiß auch, welche Stadt es ist, aber ich bin mir nicht sicher, weil alles so geschrumpft ist. Normal ist in Intal unten. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Aber ich kann es ja nicht. Zellreit, normal ist Zellreit oder irgendwie so heißt die Ortschaft.
Irgendwie Zellreit, irgendwie so hieß die Ortschaft. Problem ist, ich weiß nicht, ob das wirklich ist, weil in ETS ist ja natürlich alles geschrumpft, dann kann es natürlich irgendeine Ortschaft sein. Saalfelden-Wörgl steht jetzt gerade hier rechts. Ja, Wörgl, Großglockner, das kann irgendwie nett sein. Ein bisschen zu weit weg, aber wir müssen hier sowieso rechts, wir müssen geradeaus weiter Richtung Großglockner. Ja. Richtung Ding. Brenner. Innsbruck. Oh. Was ist denn hier los? Achtung! Stau? Oh, ich bin gerade voll in die Eisen gestiegen, what the fuck? Alter. Ja, er steht hier. Es ist ein Unfall. Er hat's gekracht. Wo war ein Dreieck? Zwei LKWs verteilt. Ist das, welcher Fluss ist das jetzt hier? Inn? Nee. Das ist der Inn. Der ist so breit? Ja, Inn wird auch noch größer. Bei uns unten in Wasserburg ist der Inn auch. Und der ist riesig. Der Inn entspringt ja aus Italien. Also wenn es dir in Italien in Inn schmeißt, dann kommst du hier in München raus. Nicht in München, Rosenheim und so weiter hoch. Wasserburg, genau, so fließt du um die Ecke rum. Und irgendwann endest du im Schwarzen Meer. Problem ist, zwischendrin sind zwei, drei Talsperren und stromproduzierende Talsperre. Schon wieder ein Auto, verpiss dich jetzt! Ich mach dich Curry! Bilde einen Satz mit drei Flüssen. Der Doktor schiebt das Zäpfchen in den Po rein. Ich glaube, bei dir haben sie das Zäpfchen auch vergessen im Po. Ich hämme mit der alten Maschine hier im Berg hoch. Nachdem das jetzt die dritte Folge ist, meine lieben Freunde, welchen LKW gefällt euch mehr? Der neue Scania oder der alte Benz? Ich bin mal gespannt. Also, ich find beide cool, ehrlich gesagt. Also, Scania, den fahre ich jetzt aber schon so lange. Aber ich glaube, ich würde mir auch mal ältere Trucks bald mal holen in ETS. Ja, ich glaube, wir müssen uns mal einige ältere holen. Also zusammen, dass wir dann, wenn wir zocken, dieselben LKWs haben. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, also ich bin ein Fan von beiden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich fahre beides, mir ist es im Endeffekt egal. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, was ich persönlich als Haber gut haben möchte, wäre es ein alter. So, hier habe ich mal ganz kurz gemogelt nachgeschaut, weil ich mir nicht mehr sicher war, welches Innsbruck wir jetzt anfahren. Aber wir fahren jetzt Innsbruck hier raus. Ost. Ja, genau. Ich fahre nämlich auch die ganze Zeit schon in Navi. Ich fahre einfach nur nach Ortskunde. Ich bin ja schon mal die Strecke gefahren mehrmals. So, jetzt geht's nach Innsbruck rein. Jetzt sind wir erstmal hier über die Stadtstraße. Aber bist du Innsbruck schon mal so reingefahren, Jan? Ja, ich wohne hier unten in der. Ja? Ich wohne halt ziemlich nah an der österreichischen Grenze. Von mir nach Österreich sind gerade mal 40 Kilometer um Dreh. Also. Und damals war es billiger in Österreich zu tanken als in Deutschland. Also passt das von der Einfahrt nach Innsbruck? Ja, das passt sogar sehr gut. Das sieht sogar relativ realistisch aus. Wir müssen gleich rechts rüber. Der Kollege wird mich aber niemals rüberlassen. Dann fahr mal vorbei. Ich muss auch rechts rüber. Jetzt fahr zu, weil sonst schiebe ich dich. Also, ich habe ab und zu viele Leute werden zwangsbeatmet beim Fahren, so langsam wie die fahren. Wir müssen zum Hotel angeblich, ja. Hier ist 50? Ich hätte jetzt gedacht, hier ist 30. Und dann können wir mal nacheinander einparken und laufen Film bei. Dann können die Leute mal entscheiden, wer besser einparken kann rückwärts. Ich glaube, ich habe dem gerade die Vorfahrt genommen, aber egal. Nee, der ist rechts vor links. Alles in Ordnung. Okay. Und unbeschilderte Kreuzung rechts vor links. Wollte ich gerade sagen. Eigentlich rechts. Ich hab kein Schild gesehen. Ich dachte erst. Nee, ist auch keins. Hast du Vorfahrt. Wundert mich eigentlich, dass das auf einer. Ist ja nicht so eine kleine 30er-Zone, ne? Normalerweise in Deutschland hast du 90% aller Kreuzungen, wo du. Obwohl, ich kenne Launa gibt's auch. Nee, Quatsch, ist nicht Quatsch. Gibt's auch genug andere Orte, wo das so ist. Ah! Du, da ist ein Zaun, ne? Wollte ich gerade sagen. Du musst immer dran denken, du hast einen Aufleger dran, der schwenkt ein. Ja, ich hab grad ein bisschen.
Ich hab die Kurve mit Bravour genommen, mein Freund. Ja. Ich war irgendwie im Auto-Modus gerade. Bei der Fahrt. Oder bei der Kurve gerade. So. Dann soll ich den einparken, hast du gesagt? Genau, und dann filmen wir mal nacheinander, werdet besser einparken. Erst kommst du ran. Und danach fahre ich mal ran. Dann machen wir uns keinen Stress. So, aber Innenkamera, ne? Ja, natürlich Innenkamera. Okay. Where do you need it? So. Ah, schön, da, schön in der Ecke. So, ich bleib mir hier stehen, mach Motor aus, dass ich nicht desorientiere. Das wird so nichts, was ich gerade schon wieder vorhabe. Mal gucken. Ich sehe halt überhaupt nicht, ob ich der richtig einlenke. Ich soll viel früher da rein, ne? Ich muss hier rechts schon rein. Warte. Einmal kurz von außen gucken, wo ich jetzt... Ach, stehe gar nicht so falsch, aber den kriege ich niemals so da rum, glaube ich. Mal gucken. Die Laterne sagt nein. Ja, Laterne sagt eigentlich nein. Wir gucken doch mal, ob ich da irgendwie ran vorbeikomme. Nee, der schlägt zu weit ein. Spätestens jetzt wird er eh die Luftschläuche gerissen. So weit darfst du gar nicht, ne? So. Na, du darfst schon, aber die verhältnismäßig, dass die Luftschläuche abplatzen, ist da sehr hoch. Und wie lange dauert das, die wieder ranzukriegen? Wenn du Ersatz dabei hast, kein Problem. Wenn du keinen Ersatz dabei hast, war's das für dich. Es sind Luftschläuche, die sind gekrimmt vorne und hinten. Also die sind aufgekrimmt. Es gibt welche, die sind geschraubt, die gehen leichter zum Reparieren. Die gekrimmten ohne Krimpwerkzeug bist du am Arsch. Dann kannst du jemanden anrufen und dann stehst du erstmal. Da kommst du nie mehr weg. Ich überlege gerade, wie komme ich da am dümmsten ran? Warte mal, wir probieren das nochmal anders. Nimm auf jeden Fall mal die Liftachse bei mir hoch, dass es fair ist, weil du hast auch nur zwei Achsen. Ich kann das. Vor allem dieses seitliche Einpacken, was ich hier gerade mache, das ist nicht meins. Wir machen mal die Liftachse nochmal hoch. Ich glaube, ich knall gleich wieder gegen die Laterne, wenn ich das mache, wie jetzt gerade. Also, der war ja gar nicht so schlecht, der erste Versuch. Das Problem war halt nur die Laterne. Ich bekeck mich, ich finde es super. Ich glaube, man kann doch mal die Auflegerbremse anschalten. Wie ging das denn nochmal? Und ich spiele das Spiel ja schon 1000 Stunden, aber. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, mein Hirn kriegt das nicht hin, den so umzudenken. Ich stehe doch voll daneben, ne? Egal, ich stelle mich jetzt erstmal hin gerade und dann kann ich immer noch korrigieren. Ah, Front Suspension ab, Front Suspension down, Rear Suspension ab. Lol. Man kann ja auch nicht zoomen oder so. U ist es. Differential Lock V. Rear Suspension. Lol, man kann die beide hin und her schmeißen. Wie geil ist das denn? Ich hoffe, das ist der richtige Platz, auf den ich gerade einparke. Ich sehe die Markierung nämlich überhaupt nicht. Geil. Warte mal, jetzt muss ich einmal von außen gucken, wo ich hier überhaupt stehe. Ja, ich park viel zu weit links ein. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, dann machen wir es links rüber. Ja gut, hier sieht man es auch viel besser. Warum parke ich eigentlich über rechts ein? Das war viel zu dämlich. Hier geht's doch viel besser. Hier habe ich noch viel mehr Platz. Was mache ich denn? Ich kann jetzt nicken, guck mal. Ich lasse mich nicht von dir ablenken. Ich gehe mal in die Lowrider-Position. Alter, geil. Alter, ich stehe hier so schräg. Warte mal, ich probiere das jetzt. Nee. Dafür brauche ich meine Kontaktlinsen. Ich habe meine Kontaktlinsen nicht drin. Ich sehe nichts. Nach hinten.
So. Sag mal dem André nicht, dass ich hier von außen gerade einparke. Ja? Na, endlich. War jetzt auch nicht von außen oder so, weil mich das genervt hat. Da habe ich wenigstens was gesehen. Guck mal, wie ich nicken kann. So. Achtung. Und du in einem Zug. Siehst du das? Stimmt. Was ist das? Luftfederung. Kannst einschalten. Cool. So, jetzt gucken wir mal, wie man es macht. Ich bin in der Innenansicht, wohlgemerkt. Keine Außenansicht. Spiegel sind ausgeschalten. Oh, ich döse schon. Ach, du musst da hinten einparken. Mhm. So, einschlagen. Komm, schlag ein. Ratter. Das Problem ist bei den alten LKW, die Lenkung ist langsam. Bremsen einmal, das war jetzt nicht die Wand, sondern ich habe voll in die Eisen gestiegen, weil ich will den jetzt noch gerade ziehen. Nicht, dass Leute meinen, ich bin hier gegen die Wand gefahren, bin ich nicht. Er hat eben mit gedöst, man hat es eh nicht gesehen. Mein Bildschirm war gerade kurz auf Döst. Achso, weil ich bin nur voll in die Eisen gelatscht, dass ich nicht gegen die Wand war. Lamsang, vorsichtig gegen die Türen fahren. Schön in den schwarzen Fähig rein, zack. Schön dagegen. Normalerweise würde es jetzt so passen, aber das Spiel akzeptiert es nicht. Ich muss nur ein Stück vorziehen. So akzeptiert das Spiel das. Sehr schön. Okay, dann mache ich jetzt erstmal kurz Pause. Das ist stehen. Bei meiner Düst hier schon die ganze Zeit rum. Ja, aber was sagst du? Gut oder schlecht? Sehr gut. Ich habe aber nichts anderes erwartet. Na gut, ich bin auch als Kind oft nur Lastwagen gefahren. Nee, also ich, wie gesagt, ich spiele das hier Spiel schon lange und irgendwie habe ich da immer Probleme mit. Gut, gerade jetzt, ich spiele auch ohne Kontaktlinsen, ich konnte es nicht so ganz sehen, aber passt schon. Lol, Alter, was mal gerade kommt. Guck mal, da, ich habe den Aufleger gar nicht dran, guck mal. Achtung, beobachte meinen Aufleger, Achtung, da. Ich hatte den Aufleger gar nicht dran. Ich sehe den Aufleger, ich glaube, der hat sich despawned bei mir. Nee, der ist noch dran bei mir, also der ist noch da. Hast du deinen Aufleger noch? Der steht ja noch rechts. Siehst du den noch? Ja, der hat sich abgehängt, wie bei mir auch. Sag, wann macht denn das denn? Was ist das für ein Shit? Stimmt, das ist unser eigener Aufhänger, ne? Ja, deswegen. Warum hängt das sich ab? Okay, stimmt. Jetzt fällt mir auch gerade ein, der soll sich ja gar nicht abhängen. Ja, deswegen sag ich's dir. Problem ist, ich komme jetzt nicht mehr unter meinen Aufleger drunter. Weil der Nachteil an den Benz ist, du hast Probleme im Auflegerschloss, du kommst nicht richtig runter. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, die Kiste ist zwar geil, aber das ist problematisch. Oh, guck mal, wir haben CB-Funk! Ja, das klingt sogar besser mit CB-Funk. Ich finde den Effekt auch super cool, den sie da reingebaut haben beim CB-Funk. Soll ich mal, welche Taste war das CB-Funk? Nummer 5, also... X. X. Testing. Ich finde, das klingt total gut im CB-Funk. Hier ist auch die Polizei gerade. Sag mal, wo ist denn der Scheibenwischer? P. P für Peter Enes. Na komm, ey. Ich kenne nur Peter Immel, aber... Ich komme nicht unter den Aufleger rein, partout nicht, ne?
Alter! Fährt doch gleich gegen die Wand, hör auf zu dösen! Ja, hat Unfall verursacht. Ah, rein da. Mistvieh. Aber dass der auch auf dem Eis. Dass der auch eiskalt auf dem Gas bleibt, wenn du döst, das nervt mega. Ja, das ist echt genauso, Alter. Ja. Auch wahr. Warte, ich komm dann noch zu dir hingefahren, ne? Nicht, dass du das alleine dann Schluss machst. Ich will ja hier. Ich mach Schluss. Ich mach einfach ganz viel. Entschuldigung. Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Vielleicht bin ich in die falsche Richtung, Zaun! So, ich hol mir gerade mein Käffchen hier. Ich komme zu dir. Ich komme. Erscheinen reicht völlig. Hier hört man sogar einen Rasenmäher, ziemlich cool. Ein schönes Hotel. Oh, da könnte ich mir echt gut vorstellen, in dem Hotel hier zu übernachten. Komm mal her. Ja, ja, ich komme schon. Ich komme. Alexa, ich bin wieder da. Das freut mich. Also, Alexa, bin wieder da. Willkommen zurück, mein Herr und Meister. So. So sieht das aus. Ich stehe so ein bisschen über den anderen Parkplatz, aber. Das Hotel ist cool, oder? Da würdest du auch gern pennen, oder? Also, als Lastwagenfahrer bestimmt. Also, das ist so ein richtig entspanntes Hotel. Man kann da jetzt nicht mehr rückwärts fahren, hallo? Jetzt hat er sich. Ich will mich da anständig hier hinstellen. Mhm. Ich stehe auch so ein bisschen halb über dem Parkplatz, merke ich gerade. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Oh, tschüss. So. War's das für heute? Was meinst du? Deswegen sage ich das.